Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Together. Und zwar sind wir heute zu Besuch bei der Damakasch. Hallöchen! Und der Knolle, wie man bei mir sehen kann, ist auch dabei. Hallo! So, wir waren ja schon mal hier, haben aber technische Probleme gehabt. Genau. Wir haben aber... Jetzt haben wir Wetterprobleme, glaube ich. Jetzt haben wir Wetterprobleme, genau. Und naja, das soll jetzt kein schlechtes Omen sein, aber wir haben halt die Folge wegtun müssen und wir fangen aber nochmal an, um euch das ein bisschen was zu zeigen. Genau. Und deswegen folgen wir jetzt Damakasch. Genau, folgen Sie mir unauffällig. Ja, dann würde ich sagen, erstmal herzlich willkommen bei mir, ne, again. Und ja, jetzt gehen wir erstmal raus aus dem Regen. Ich bin so froh, dass ich in der Wüste wohne, ne, dass das da nie regnet. Ich bin so happy. Und das, was ihr hier seht, wenn man hier jetzt gerade zuläuft, das ist tatsächlich der Fuchsbau. Fuchsbau deswegen, weil hier jeder Besucher sich verewigt, indem er ein Zimmer oder Gebäude an oder drumrum baut. Da zeige ich euch dann aber nachher mehr. Das sieht ja schon, ja, es ist halt kunterbunt mittlerweile doch geworden tatsächlich. Und dann haben wir... Hier auf der Seite ist das Lagerhaus, also wenn ihr irgendwas braucht, es wird auch Minecraft ist so das absolute Spiel, wo immer irgendwas umgebaut wird, ne? Also es ist schon echt Katastrophe irgendwie so. Und mal, wenn man jetzt hier nämlich runtergeht und als ihr das letzte Mal da gewesen seid, da war das ganze Ding noch einstöckig. Ne? Also ich komme wieder nicht runter, war klar. Oh, die Leitern sind blöd, gell? Mir geht es auch so, dass das nicht funktioniert. Ja. Jetzt geht's. Da war das Ganze einstöckig und genau da, wo Knolle jetzt runtergeht, da ist mein Mann gerade dabei, den zweiten Stock einzubauen. Ah, gibt so viele Sachen in Minecraft, die man weglegen muss. Ja, und das ist auch einfach, weißt du, du brauchst dann ja auch Platz für die ganzen Trichter und du hast so viel Zeug einfach auch, ne? Also das ist schon krass. Schon einfach echt extrem. Ja, kommt einem so ein bisschen vor wie in Herr der Ringe, diese Dinge, sag schon, Zwergenfestung. Ja, das stimmt wohl, da hast recht, ja. Und dann ist da vor allen Dingen, weißt du, wenn du dann so guckst, da ist dann gar nicht so viel drin, weißt du, sind ja nicht mal zwei Stacks mit Zaun drin, aber egal. Alles fake. Das alles einzige, künstlich was aufgepusht. Was ich heute anderthalb Stunden fast gemacht habe, ist Bruchstein in den Backofen geschmissen und daraus irgendwas gecraftet, weil die Bruchsteintruhen voll gewesen sind. Ob nicht. Oh, ich fall schon wieder runter. Da haben die Öfen geglüht vorhin. Okay. Also wenn ihr irgendwas braucht, dann könnt ihr euch hier bedienen oder unten bei mir im Haus ist auch. Ich habe sogar geschafft, als ihr letztes Mal da wart, da rannte der Villager hier natürlich auch schon rum, ne? Der hier die Felder abbaut. Das ist ja auch hier alles automatisiert. Und der hat jetzt einen Namen, der heißt jetzt tatsächlich Kurt. Das sieht man jetzt allerdings aber nicht, weil der ja in seinem Haus ist. Aber der hat einen Namen bekommen. Okay, jetzt kommt Kurt. Kurt. Ohne Helm und ohne Gurt, oder wie war das? Ja, genau. Einfach Kurt. Ja, genau. Was habe ich hier? Ach so. Warum ist denn hier? Da geht das Schild, oder? Wird dunkel. Nee, hier ist nur ein Haus. Guck mal, ich bin auch schon so verwirrt, ey. Mit dem Kurt, das sieht alles so gleich aus. Hier ist das Reisebüro. Genau, hier ist Reisebüro. Also, wenn ihr irgendwas braucht an Lehm oder. Da habe ich auch noch nichts ausgebaut, ne? Also das ist auch noch so, wie es letztes Mal war, mit Sumpf, mit der Tiger und mit dem Lehmbiom. Da gibt es dann einfach Schnellreise. Ja. Das, was ja am interessantesten war, ist eigentlich das U-Bahn-System, ne? Das U-Bahn-System. Ja, genau. Ist auch... Da ist die U1-Abfahrt. Genau, hier kannst du mit der U1 fahren. Fahrkarte? Genau, eine Fahrkarte ziehen. Und er muss um die Ecke irgendwie sein, dann darf ich auch drücken, ne? Ja, genau. Und zack. Bis dann. Wo fahren wir denn hin? Wo bist du denn Fahrkarte hingefahren? Ne? Einfach das Schild hinter mir. Einfach das Schild dann nach Balkonien. Ja, das passt. Ja, ist er weg, ja, ne? Ja, ich bin weg. Meine Kunde kommt. Jawohl. Oh, irgendeine Taste muss ich drücken, was war's? Mit Rechtsklick auf den Waggon, dann steigst du ein und dann mit Rechtsklick auf den Schalter hinter dir. Wo war hingefahren? Genau den Schalter, genau hinter dir. Hinter, jetzt habe ich den falschen. Und tschüssi! Jetzt fahre ich mal anders hin. Oh Mann, ich glaube, ich habe die falsche Abfahrt genommen. Ja, der liebe AS-Reiter hat irgendwie die falsche Abfahrt erwischt. Der hat bestimmt keine Lust hier.
Spiel sieht das hier einfach aus. Ich glaube, ich komme ans Ende. Ja, ich glaube, ich habe gar keine Gondel mehr hier in meinem Werfer. Ich guck mal. Nee, ich bin jetzt unterwegs ausgestiegen. Kann ich da wieder einsteigen und weiterfahren, ne? Bei der nächsten Station dann auf jeden Fall ja. Also ich laufe auch mal zur nächsten Station hin. Ich muss zu Fuß, da ist kein Wagen mehr drin. Keine Ahnung, wo die alle Ich kann ja auch einen zurückschicken. Ach Gott. Nee, wenn keiner drin sitzt, fährt der nicht bis durch. Der bleibt unterwegs stehen. Gibt es hier das irgendwo geht nicht. Also, Fahrkarte ziehen auch oder nicht? Ja, gibt es. Je nachdem, wo du gerade bist. Ach, da du stehen bist, drei da bist Ziele. Du, glaube ich. Warte mal, ich guck mal, wo du bist. Ja. Ich bin gleich im nächsten Bahnhof ausgestiegen. Ich sehe dich schon. Ach so, ja, siehst du. Guck mal, hier ist das Fahrkarte ziehen hier. Ach so. Oben neben dem Grill. Fahrausweise gibt es da. Weil da auf der anderen Seite, okay. Fahrausweis, bitte. Jetzt kommt eine Gondel, ja? Jetzt müsste da eine kommen. Sollte. Eine Lore, eine Gondel, alles klar. Ja, na ja, Gondoliere. So, und wo muss ich jetzt hinfahren? Richtung U1, Balkonien. Richtung hier, Balkon. Da steht überall das Gleiche drauf. Oh nein, warte, ich drücke. Bitte sehr. Ich hoffe, das war richtig. Ja, ich fahre nach rechts weiter. So, was macht denn das so lange? Ja, wir waren noch unterwegs, gerade shoppen oder so. Schuhe kaufen. So, jetzt habe ich aber. Ah, da ist Knolle, glaube ich. Da kommen welche. Ja! Bin U-Bahn. Ja. Ist ja schon krass, ne? Ja. Das ist schon wirklich. Also, ich sag ja, das ist auch. Da steckt auch echt so die meiste Arbeit eigentlich drin in der U-Bahn. Und noch nicht fertig, ne? Also es ist einfach irgendwie auch so ein Never-Ending-Projekt. Ja, klar. Aber macht nichts. Irgendwann. Und da kommt der Makasch. Da war eine Gondel da, ne? Eine Lore. Ja, da war eine da, genau. Guck. Dann kann man hier Die sind alle in den anderen Stationen. Sollen wir hier hoch jetzt gehen? Ja, ne? Ja, genau. Kannst du einfach aufwandern. Und es regnet, das war ja, klar. Ja, ist unglaublich. Unglaublich. Ach siehst du, guck mal, jetzt kann ich dir hier zeigen, da ist nämlich mein Mann gerade am Bauen. Als ihr letztes Mal hier gewesen wart, das Eisen, hier das Holz, das Sägewerk, das ging ja, ne? Also das ging schon. Das sieht ganz cool aus. Ne? Und jetzt ist hier nämlich passend zum Sägewerk das Gewächshaus. Da wird gerade fleißig dran gewerkelt. Ah ja, da hattest du von gesprochen, aber genau. Da war noch nicht so... Da war nämlich noch nicht fertig, ne? Und so das grundmäßig jetzt, war, glaub was, ja, genau. Wirklich. Wachsen dann jetzt nämlich irgendwie und dann kann man die leichter abholzen und ach, ich weiß das auch nicht so genau. Und dann werden die Setzlinge automatisch eingesammelt, weißt? Dann braucht man da nicht mehr warten. Und alles das geht kompliziert. Aber nicht mit allen Baumarten irgendwie, sondern nur mit Eiche und Birke, glaube ich. Keine Ahnung. Ich hätte jetzt gedacht, das Dach wird jetzt gerade aufgemacht, weil es regnet, dass das feucht wird. Das würde Sinn machen, fast, ne? Ja. Okay, wo ist Damakasch hin? Jetzt davon ist Damakasch. Ach, hinterm Klotz, okay. Genau. Ich habe einen Shader, das ist ganz cool, weil Damakasch hat den einzigsten, das einzigste Oberteil, was richtig glänzt. Aha. Auch wenn es dunkel ist. Okay. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist alles kaputt. Oh nein. Unsere kleine Farm. Oh, jetzt geht's wieder. Ja, genau. Hier ist unsere kleine Farm. Mit Hühnern. Die Serie ist total toll. Ich finde die auch jetzt noch toll. So. Man hat nur keine Zeit, das alles zu gucken. Oh, kam kein Huhn raus bei dem Ei. So, wo ist sie jetzt wieder hin? Ich bin verloren. Ich bin nur durch die Tür wieder raus. Nee, ich bin durch die Tür, aber ihr könnt da gerne rein. Ich bin verwirrt. Ja eher, das ist eh nur so ein Ferienhaus. Aha, ein Feriendomizil. Okay. Das haben wir nur gebaut, damit es hier nicht so... Wer bist du denn? Was machst du denn? Irgendwie so Ferien auf Sankt Krokan oder wie hieß ja, das? Ja, Ferien auf Sankt. Ja, danach habe ich mein Meerschweinchen damals benannt. Das hieß Grollern. Guck an. Aha. Und dann ist hier ja immer noch, oh, das ist was, Dunkelregen. Ja, nee, ja. Ist schön hier. Ist klar, ne? Toll, super. Oh, ich bin ins Wasser gefallen. Nur du allein. Und dann ist hier hinten ja noch die Pferderennbahn, hatte ich. Ja. Die hatte ich schon mal in einer Folge gesehen, aber ich... Ja. Ich glaube auch nicht, dass Damakasch das weitergemacht hat. Die hat so viel mit anderen Projekten zu tun. Ja, das ist tatsächlich, ich habe da auch noch nicht weitergebastelt. Das ist tatsächlich so. Ich habe da, ich nehme ja immer das auf, worauf ich gerade Bock habe. Und wenn ich keine Lust habe, alleine Minecraft zu spielen, dann steht es halt einfach schlicht und ergreifend still. Ja. Das ist dann so. Also, wo ist denn jetzt Damakasch hin? Da unten ist sie. Ach, da. Unten.
Genau, Sie ich tut bin gerade mit hier. einem Pferd arbeiten. Ja, ich habe immer Angst, dass ich hier irgendwo. Ne, ich glaube, da gehe ich nicht runter, dann bin ich gleich kaputt. Oh, da ist eine Fledermaus. Töte sie alle. Hier auf der Tribüne geht's, ja. Ich bin Zuschauer, ich bin hier oben. Ja, genau, da kommst du gar nicht gescheit. Ach doch, da ist noch der Dreckdings. Da kommst du tatsächlich auch noch runter. Der Hier. Dreckstapel da. Da kommt man noch Was ist runtergeholt. das hier? Ein Was ist Tunnel das denn? durch den Da Berg? kommt, ja, pass auf, da kommt dann, da musst du mit den Pferden durch. Die Pferde müssen ja Ah. irgendwo auf eine Weide nachher, weißt? Und da Ach kommen so, die und das geht da Pferdewein hin, durch. damit du dann durchkommst mit denen. Villager Aha. Quälerei, aber die Tiere, die müssen gut behandelt werden. Die Tiere, die müssen durch einen teuren Tunnel durch den Berg. Natürlich. Also die Ja. Villager bitte, weißt. Naja. Prima. Sieht cool Ja. aus, finde ich. Ja, das wird nachher bestimmt. Oh, ich sage ja, wenn die Sachen dann so fertig sind. Aber das ist bei Minecraft, geht euch das eigentlich auch so? Wir haben ja parallel 1 Million gefühlte Sachen immer, ne? Weißt du, was man Ja. so gerade baut und was man macht und keine Ahnung. Und ich mache immer dann das, worauf ich gerade Lust habe. Ja. Oder macht ihr das so, dass ihr sagt, nee, wir machen jetzt das und das und dann wird es auch erst fertig Meistens gemacht? machen wir, also meistens, also jetzt im Zusammenspiel, da machen wir es eben halt so, dass wir einen Keller sozusagen bauen und dann machen wir erst den Keller fertig, dann machen wir Genau. vielleicht was anderes und dann richten wir den ein oder sowas. Ja, es ist also so, wir versuchen unsere Projekte in den Gedanken zu lassen, dass das nicht so Ja. abwechslungsreich wird. Aber es ist schon manchmal wirklich so, dass wenn du eine neue anfängst, dann, oh, das können wir aber auch noch gerade schnell machen. Ja, Das ist weil dann das schon ist schon schwierig. so, ne? Und dann fängt Ja. man dies an und dann fängt man das an und dann, man hat ja auch nicht, also so geht mir das jedenfalls. Ich habe schon viel Lust, Minecraft zu spielen. Das ist es nicht. Ja. Aber ich habe nicht jeden Tag oder Motivation. jedes Mal Lust, das Gleiche zu machen. Also So. manchmal habe ich halt Bock, keine Ahnung, was weiß ich, eine Mine ausheben zu gehen und andere Male habe ich dann Lust, vielleicht, weiß ich nicht, einen Wald anzupflanzen oder so. Weißt, also das ist ja immer so ein bisschen unterschiedlich, wozu man Lust hat. Aber Damakasch fährt schon weg. ich bin schon losgefahren. Gut, Richtung ich muss, ich Fuchsbau glaube, müsst ihr Knolle fahren. fährt auch schon, oder Ja, noch nicht? ich habe genau den gleichen Schalter genommen. Da war ich mir sicher, Ja. dass ich den nehmen muss. Ich gehe mal von aus. Oh, Der in wo der sind die Mitte, also Schalter? der Wo ist direkt der neben dem Bahnhof? Minecart ist. Das ist ein bisschen Ach, blöd da ist mit Knolle. den Ach, du bist noch nicht weggefahren. Texturenpaketen, ne? Ah, das ist doof. Man kann das nicht überall gleich lesen und das ist schon ein bisschen doof, finde ich, muss ich ganz Wo ehrlich muss ich sagen. hin? Fuchsbau. Steht da nicht. Mitte ist das, glaube ich. Ja, das ist das, wo die Minecraft, wo das Minecart Ich neben bin steht. weg. Ja, gut. Ich habe jetzt das Minecart wahrscheinlich von Knolle genommen. Hä? Was? Oder bist du schon unterwegs? Ich bin schon unterwegs. Okay, weil das sah gerade so aus, als ob du da stehen würdest. Zu hohe Rechenleistung für den PC. Das war dein Geist. Vielleicht war es auch mein Skin, den ich eigentlich drin haben sollte. Ah, da ist der Knolle. Oder meinst du, es war eine leere Rüstung? So. Jetzt bin ich aus der ersten Station, wo ich letztes Mal ausgestiegen bin, gerade vorbeigefahren. Da bin ich ja schon glücklich drüber. Ja, siehst du, dann kommt ja nur noch die hier. Dann bist du doch, hast Ja, doch richtig ich bin getroffen. Da kommst richtig, du ja. Da richtig sind an. gerade die beiden Lavawände. Alles prima. Ich bin Zuschauer. Ja, da waren die, sag schon, Kürbisse, wenn es denn welche waren. Ja, genau. Kürbislampe Kürbislaternen. da drin, Und ich ja. bin da. Da. Juhu, alle Ja, angekommen. voll in den Sehr Kaktus schön. rein. Ja, das ist ja, damit die Dinger da wieder reinfallen, ne? Die Ja. Loren, damit die wieder So, hier oben ist eingesammelt man, ne? werden. Genau. Dann denke ich, schauen wir uns jetzt das Haus an, oder? Ja, genau, würde ich sagen. Die Richtung. Ich Man sieht's im hab Nebel bei natürlich auch mir. keine Uhr im Blick. Habt ihr die Uhr im Blick? Ich Ich hab habe die Uhr im Blick. ja, wir sind 14 schon wieder Minuten. 14 Minuten unterwegs. Okay, also wir können meinetwegen hier auch einen Break machen und dann in der nächsten Folge Hausbegehung Vielleicht anfangen. sollten wir das tun. Ne, dann glaube ich, passt das ganz gut. Gut, dann bleiben wir vorm Gut, Haus stehen und warten dann da ab. genau. Unterbrechen wir da. Okay, dann würde ich sagen, Recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. und wir würden uns freuen, Das schafft wenn er mal ihr ganz das schnell nächste nicht. Mal wieder einschaltet. Genau, das hast du übernommen. Knolle schaffte das nicht. Nein, Eigentlich haben ich wir das dachte, immer drauf. Damakasch wollte das sagen. Ah, das wusste Ja, Damakasch aber nicht. das wusste ich nicht, nee. Dann wussten wir das nicht. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.